Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie hier im Stadtsaal auf das Herzlichste begrüßen. Die Gemeinde Spital an der Drau und der Gesundheitsausschuss der Gemeinde Spital an der Drau hat für die heutige Veranstaltung diesen Saal zur Verfügung gestellt, um die Informationsveranstaltung zu ermöglichen. Es freut mich, dass Frau Stadtrat Egger und Herr Stadtrat Eder aus dem Stadtrat und die Gemeinderäte Glanzer, Philipp, unsere Obfrau und Ersatzgemeinderätin Jana Jenko und aus dem Kultur- und Sozialausschuss die Nathalie Bär ebenfalls hierher gefunden haben, um sich zu informieren. Ich darf auch die Mitarbeiter aus der Gemeindeverwaltung auf das Herzlichste begrüßen, die gekommen sind. Sie alle wissen ja, dass in der vorletzten Legislaturperiode einen möchte ich auch noch begrüßen, den Johnny Kuhn, der ja in Spital an der Drau auch federführend für dieses Thema in der letzten Legislaturperiode des Gemeinderates verantwortlich war. Der Gemeinderat von Spital hat ja versucht, eine Handymastenerrichtung im Rahmen der Wohnblöcke in der Bonau zu verhindern und ist damit heute noch immer mit gerichtlichen Verfahren belangt. Ein Teil der Kolleginnen und Kollegen hat, weil sie rechtlich so beraten waren, die Diversion gewählt, um von dem ganzen Prozesslasten befreit zu werden. Einige wenige prozessieren noch weiter, in der Hoffnung, vielleicht doch in der letzten Instanz doch noch gewinnen zu können. Ich bin leider der Meinung, dass bei der derzeitigen Rechtslage die Chancen unserer Gemeinderätinnen und Stadträtinnen und Bürgermeister, aber auch die Chancen von Gemeinderäten und Stadträten aus 35 anderen Gemeinden in Österreich schlecht stehen, weil die Gesetzeslage leider den Betreibern gegenüber der Baubehörde erster Instanz ein Errichtungsmonopol in Österreich einrichtet, ohne dass die Bürger weitergehend nach Grundgenehmigung befragt werden müssen, um das ganz kurz zu skizzieren und nicht mich in rechtlichen Details zu verlieren. Die Gemeinderäte von Spital und die damaligen Bürgermeister und Stadträte haben versucht, im Interesse der Bürger was Gutes zu erreichen. Schlussendlich muss man feststellen, dass statt einem Handymasten nunmehr zwei Handymasten als Alternative stehen. Einer an der Ecke des Strabag-Geländes und ein zweiter in Oberdorf angesiedelt hinter der Tankstelle Leitner oberhalb aufwärts. Die Problematik über die Handymasten, über WLAN und die Störungen der Gesundheit ist ja schon eine langwierige. Bei den Handymasten selbst ist klar und erwiesen, dass es bei den Konstruktionen der Handymasten drei wichtige Störungsquellen im Haus, wo sie errichtet sind, oder auf den Gebäuden, wo sie errichtet sind, gibt es. Eines sind die Transformatoren, die drauf sind, die, wenn sie unregelmäßig arbeiten, Niederfrequenzstörungen verursachen, die Schlafstörungen tragen, und wenn sie falsch aufgebaut sind, auch etwa bei einem Stahlbetonbau über das Stahlgerüst des Betonbaus bis in die Wohnzimmer und Keller ausstrahlen. Das zweite sind die Wärmestrahlungen von den Handys selbst. Es ist ja heute klar, dass bei Kleinkindern das Handy nicht sehr gesundheitsfördernd ist. Man versucht nunmehr mit eigenen Kinderhandys die Wärmestrahlung, die dem Gehirn in Ausbildung und in Entwicklung eindeutig schädlich ist, hier entgegenzuwirken. Aber auch diese Tatsache wird meistens vornehm von den Interessenten aus der Wirtschaft verdrängt. Und das Dritte, was es noch bei den Handymasten gibt, sind Leitungsstörungen, die bei elektrosensiblen Menschen, ähnlich wie bei Menschen in der Nähe von Kraftwerken und von Hochspannungsleitungen, zu Störungen führen können. Das sind Daten, die aus der Zeit der Kraftwerksbauten schon lange bekannt sind und auch dort im Arbeitsrecht und in den Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer an Hochspannungsleitungen, unter Hochspannungsleitungen und innerhalb von Kraftwerken, Umspannwerken und ähnlichen Einrichtungen heute gut durchaus Standard und Gültigkeit sind. Das, was darüber hinausgeht, die anderen Störungen sind nie ordnungsgemäß untersucht worden. Es gibt große Hindernisse dafür,
Und ich kann Ihnen sagen, dass ich in der Zeit, wo ich Gesundheitsminister war, das Institut für Arbeitsmedizin in Klosterneuburg beauftragt habe, dieser ganzen Problematik nachzugehen. Als ich als Gesundheitsminister 2003 abgelöst wurde, wurden diese ganzen Forschungen wieder eingestellt und die dort Tätigen wurden mit ihren Verträgen nicht mehr verlängert. Ich würde sagen, typisch ein österreichischer Weg, dass man Untersuchungen dort unterbindet, wo sie unter Umständen Ergebnisse zählen kann. Als vorsichtiger Mensch sage ich eines, wenn die Industrie nichts zu verbergen hat, warum erlaubt sie dann nicht den Kritikern mit unabhängigen Fachleuten hier auch Basisforschung in Österreich in diesem Bereich zu machen zum Schutz der Gesundheit und versucht über Intervention und über Lobbyismus alles zu unterbinden, was in diesen Bereichen stattfindet. Ich glaube, das ist durchaus beunruhigend und ich bin nicht der Meinung, wie manche Handybetreiber es in den Zeitungen in den letzten Tagen gemeint haben, dass die Diskussion über die Handystrahlungen krank macht, sondern ich bin der ehrlichen Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande endlich ein Recht haben, zu erfragen, wie gefährlich ist das, wie kann man sich schützen, welche Möglichkeiten gibt es. Und zum Dritten, heute können Sie mit dem Handy schon alles anfangen, nur fast nicht mehr telefonieren. Mein neues Handy bekommen, da waren 200 Seiten Beschreibung, vom GPS bis was weiß ich wohin, wie man telefoniert, aufhebt und abhebt, waren ungefähr 13 Zeilen und der Rest hat sich mit anderen Zusatzeinrichtungen beschäftigt. Wenn man diese ganzen Zusatzeinrichtungen wegstreichen würde, könnte man die Strahlenpegel auf rund ein Zehntel der heutigen Strahlung, Belastung, die stattfindet, reduzieren, wenn das wäre das Mindeste. Es gibt auch durchaus Initiativen, wie etwa das Bundesland Salzburg, dass solche Beschränkungen gemacht haben. Das Land Niederösterreich hat veranlasst, dass die Handybetreiber gemeinsam auf den Masten installieren müssen, damit auch der Wildwuchs in der Natur hintangehalten wird. Aber alles das sind zögerliche Schritte. Ich glaube, es wäre höchst an der Zeit, dass der Bundesgesetzgeber das Gesetz ändert und vor allem, dass jene, die das Geschäft machen, endlich nachweisen müssen, auch mit unabhängigen Fachleuten und Untersuchungen, dass das alles ungefährlich ist und nicht umgekehrt die betroffene Bevölkerung nachweisen muss, dass sie zu Schaden kommt. Soweit meine Punktion. Den Gemeinderäten, die noch im Prozess stehen, wünsche ich alles Gute. Aber ich muss ganz offen sagen, die Rechtsberatung, die wir in Anspruch genommen haben, lasst kein gutes Ende für unsere Gemeinderatsmitglieder, die noch vor Gericht stehen, befürchten. Die Bevölkerung, das weiß ich aus persönlichen Gesprächen, als Nicht-Betroffener, weil ich damals nicht dem Gemeinderat angehört habe, hat eigentlich wenig Verständnis, dass die Bürger dort, wo sie von ihren Gemeinderäten und den Stadträten und dem Bürgermeister vor Strahlen geschützt werden sollen, hier in entsprechender Form dann vor Gericht gezerrt werden. Es gäbe vieles in unserer Republik, was man schneller gerichtsanhängig machen könnte und abhandeln könnte, denn vieles in der heutigen Politik hängt den Bürgern schon beim Hals heraus, dass man dort, wo man sich um die Interessen der Bürger kümmert, auch schon vom Gericht landet, ist, glaube ich, eine neue Dimension, hier ein Gesetz zur Wirksamkeit zu verheben, um die Kritiker mundtot zu machen. Ich gehöre nicht dazu, der sich leicht mundtot machen lässt. Daher habe ich mich auch im Gemeinderat dankenswerterweise mit allen Mitgliedern des Gesundheitsausschusses dafür eingesetzt, dass heute hier diese Veranstaltung stattfinden kann. Ich wünsche den Veranstaltern viel Erfolg für ihre Bemühungen und ich wünsche Ihnen allen, die Sie gekommen sind, einen interessanten Abend. Manches, was Sie noch nicht gehört haben, werden Sie heute hören. Und die Auswirkungen gehen von der Flora und Fauna bis zu Menschen und halten vor uns nicht statt. Bedenken Sie das immer. Auch dann, wenn Sie die Geräte in Betrieb nehmen, nicht alles, was man kann, ist unbedingt notwendig. Und das, was nicht notwendig ist, sollte man zur Rücksicht zur eigenen Gesundheit und zur eigenen Brieftasche vielleicht etwas einschränken. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Vizebürgermeister Haupt, für die Einführung und für den Überblick. Ich habe jetzt als Elektrosmog-Sensibler eine Bitte an Sie. Ja. Ich schütze mich vor Elektrosmog, indem ich eine Kappe trage. Die hat innen einen speziellen Stoff drin mit einem Metallgewebe. Und da geht dann fast kein Elektrosmog durch und fast keine Hochfrequenzstrahlung. Ja.
Wir haben auch draußen im Eingangsbereich ein paar Sachen ausgestellt. Wir werden später Pause machen. Ihr könnt euch das dann anschauen. Es gibt also Hemden, Tücher, Kopftücher, Vorhänge, Stores, alle Sachen, wie man sich davor schützen kann. Ja. Und als nächstes habe ich noch eine große Bitte an euch, dass ihr die Handys ausschaltet. Ihr habt ein Messgerät und da kann ich dann genau schauen, ob jemand noch ein Handy eingeschaltet hat. Also das sind die Impulse, die jetzt losgeschickt werden, wenn Sie das Handy ausschalten. Ja. Das mache nicht ich, das ist der Elektrosmog jetzt in der Luft. Ich bitte wirklich alle, das Handy auszuschalten. Sie quälen mich, Sie quälen Ihre Nachbarn, Sie quälen Ihre Familie, Sie quälen den Nachbarn in der Wohnung unter euch, ober euch. In unserer Selbsthilfegruppe haben wir viele Leute, die leiden jetzt vor allem an WLAN. Ja? So, jetzt wird es langsam ruhiger. Vielleicht noch jemand, der sich doch noch traut, das Handy auszuschalten. Wie ihr seht, ihr seid unter totaler Überwachung. Ja? Ist primär nicht meine Absicht, aber man kann es einfach da so machen. Ja? Danke sehr. Ihr seht so ein Bild und da sind drei Bäume. Ich habe das einmal aufgenommen in Kroatien. Es ist in Rabac, in Istrien, am wunderschönen Adria. Und wenn ihr das Bild anschaut, dann seht ihr, dass die da braun sind und da grün die Bäume. Auf der Seite auch, da braun und da grün. Da braun und da grün. Und da hinten sind schon einige abgestorben und die da oben sind dann eher noch grün. Könnt ihr das sehen? Wir beschäftigen uns in der Selbsthilfegruppe Elektrosmog nicht nur mit den Schäden an den Menschen, sondern auch an den Tieren und auch an den Pflanzen. Und an diesem Bild kann man das also eindeutig sehen. Das eine, was man jetzt nicht sieht, der Handysender, ja, der Mobilfunkmast mit den ganzen Antennen drauf. Was glaubt ihr, auf welcher Seite der da steht? Der steht da rechts im Hintergrund. Ja? Wir nennen das einfach die senderseitige Schädigung. Ein jeder, der das versteht, kann dann erkennen, er schaut die Bäume an und er kann uns sagen, wo steht der Sender? Ist doch interessant, oder? Ich habe euch heute noch ein paar Unterlagen mitgegeben. Im Umkreis von 400 Meter vom Handymasten oder von den Handyantennen gibt es dreimal so viel Krebs. Ist doch erschreckend, oder? Und bei den Bäumen ist es genauso, man kann das genauso feststellen, wie in der Nähe von den Handymasten die Bäume absterben. Ja? Wir haben uns das heute ein bisschen aufgeteilt und ich sage Ihnen jetzt, was Sie heute am Abend erwartet. Die Begrüßung hat der Magister Herbert Hauptmacht, nochmal herzlichen Dank. Dann kommt der Armin Rebernick, er ist Baubiologe und Messtechniker. Wir haben ein Glück, er ist ein Kärntner. Wir haben nur zwei gute Leute in Österreich, einen sehr gut in der Nähe von Verkirchen, das ist der Armin. Und er hat die Ausbildung auch gemacht als Baubiologe und es spielt also der Elektrosmog auch eine riesige Rolle. Aber die weiteren Details wird er euch erzählen. Dann haben wir heute da den Dr. Dieter Schmidt, er ist Umweltreferent der Kärntner Ärztekammer. Und als Sachverständiger auch auf diesem Gebiet tätig für die verschiedenen Bereiche, die eben die Gesundheit schädigen. Und spricht er über die Schäden beim Menschen. Wir freuen uns schon drauf. Herzlich willkommen, Dieter. Da machen wir eine Pause. Ihr könnt in der Pause dann draußen ein bisschen schauen, was wir ausgestellt haben, was wir noch an Informationen haben. Die Referenten stehen euch dann auch zur Verfügung für Fragen und Informationen, die ihr habt. Und ich mache dann den letzten Teil. Und wir haben uns das ein bisschen ausgemacht. Der Dieter Schmidt als Arzt, der kennt sich sehr gut aus bei den Menschen. Gott sei Dank. Sind wir froh, dass wir einen guten Mann in Kärnten haben. Er ist in Eberndorf, praktischer Arzt. Und ich spreche dann eher über die Schäden an den Tieren, denn es wurde festgestellt, die Mikrowellen aus den Mikrowellenöfen, die Mikrowellen aus den Handys, die Mikrowellen aus den Handysendern und die Mikrowellen aus dem WLAN, sie zerstören den Zellkern der lebenden Zelle. Und wie Sie sicherlich wissen, auch die Bäume haben lebende Zellen. Gut, dann
bitte ich den Armin Revanik mit seinem Vortrag zu beginnen. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Danke für die Einführung, Herr Magister Neuschitzer. Der Magister Neuschitzer und der Dieter Schmidt und ich, wir sind ja schon öfters unterwegs gewesen in Kärnten und informieren eben über die Gefahren von Handy, WLAN und Co. Und es freut mich, dass Sie sich heute Abend auch die Zeit genommen haben. Sie hören sich, rede sehr Hochdeutsch, bin aber wie gesagt aus Kärnten, komme von Verkirchen am Ossiachersee, kann da ganz normal kärntnerisch reden. Ich mache aber einen Haufen Vorträge und habe meine gesamte Ausbildung in Deutschland gemacht und dementsprechend ist das natürlich in mir drin und bitte verzeihen Sie, wenn ich wieder zurückwechsle, aber ich kann ja ganz normal kärntnerisch reden, also ich bin ein Doriger sozusagen. Ja, wie gesagt, die Ausbildung in Deutschland war sehr umfassend im Bereich der Innenraumanalytik. Es ging um Physik, Chemie, Mikrobiologie. Elektrosmog war ein sehr großer, zentraler Punkt auch. Bin seit ein paar Jahren selbstständig in ganz Österreich eigentlich unterwegs und mache eben diese Innenraumanalytik im Bereich Physik. Das ist eben elektromagnetische Felder, Wellen und Strahlen. Bereich Chemie, Wohngifte, Schadstoffe, das Raumklima bzw. Mikrobiologie. Ich bin Sachverständiger für Schimmelpilze in Innenräumen vom TÜV aus und sehe da natürlich einiges. 90% meiner Kunden sind kranke Leute und wenn man dann diese Probleme in den Innenräumen reduziert, dann geht es den Leuten plötzlich sehr schnell wieder besser und für mich ist es eine sehr erfüllende Arbeit, eine sehr schöne Arbeit. Und ich darf Ihnen heute aus technischer Sicht diese Thematik des Elektrosmogs etwas näher bringen. Das ist ja dieser Elektrosmog, dieses Wort, dieses Kunstwort ist ja ein bisschen dubios. Da weiß man meist nicht so genau, worum es da geht. Denkt man dann schon, ja, es ist ein bisschen komisch, vielleicht ein bisschen esoterisch oder so. Schauen wir uns das mal genauer an. Smog kennen wir ja zum Beispiel aus Klagenfurt oder Graz, dieser Wintersmog, den es da gibt. Und Smog ist ein Kunstwort, das sich aus zwei englischen Wörtern zusammensetzt, Smoke und Fog, also Rauch und Nebel, und bezeichnet eigentlich dicke Luft. Das ist genau dieser Wintersmog zum Beispiel in Klagenfurt, wo immer davon geredet wird. Und der Elektrosmog möchte eigentlich die Strahlenbelastung im Lebensumfeld des Menschen beschreiben. Das ist eigentlich ein technischer Begriff, kommt von der Technischen Universität in München. Das war der Herr Dr. Warnke, der Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre diesen Begriff kreiert hat, um die physikalische Erscheinungsform technisch erzeugter elektrischer und magnetischer Felder, Wellen und Strahlen zu beschreiben. Einfach kurzes Wort für einen technischen, sehr langen und komplizierten Begriff. Es gibt weltweit über 20.000 Studien, unabhängige Studien, die sich mit dieser Thematik sehr kritisch auseinandersetzen und biologische Wirkungen nachweisen. Die ersten Studien gab es bereits in den späten 1950er Jahren. Damals hat man festgestellt, dass es eben bei In-vitro-Versuchen mit Zellen zu Erbgutschäden kam. Das Bild, das Sie da sehen, das ist ein sehr altes Bild aus der Monarchie noch, aus der K&K-Zeit, das waren so die ersten funktechnischen Anwendungen, die man da durchgeführt hat. Es wurde natürlich militärisch verwendet als erstes, als es erfunden worden ist. Und was Sie da sehen, ist sozusagen eines der ersten Handys überhaupt. Und da hat er da vorne da so den Kasten, wo man dann so drauf drückt und hinterm Kopf die Antenne, da fragt man sich dann auch, was da mit dem Kopf dann passiert. Gott sei Dank hat sich das weiterentwickelt, weil heutzutage haben wir diese kleinen, angenehmen Handys und nicht mehr diese großen. Das kennen Sie vielleicht, das sind die typischen Antennenformen, die es gibt. Linker Seite ist das eine Rundstrahlantenne, die gibt rundherum die Strahlung ab, beziehungsweise als zweite Antennenform gibt es dann die Sektorantennen. Diese Strahlen definiert in eine Richtung die elektromagnetische Strahlung ab, um einem ein gewisses Gebiet zu versorgen. Was da rauskommt, das schaut aus technischer Sicht ungefähr so aus. Sie sehen da ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld. Und diese zwei Komponenten, wenn eben Antennenform und die Frequenz passen, dann löst sich diese Welle ab und breitet sich frei in den Raum aus. Und das ist das, was uns eigentlich dann umgibt, aber wir nicht sehen können, riechen können, hören können, nur mit Messtechnik eben angreifbar machen können. Und diese zwei Erscheinungsformen, das elektrische und das magnetische Feld, das sind eigentlich alte Bekannte von Ihnen. Die hat jeder zu Hause, im niederfrequenten Bereich wie auch im hochfrequenten Bereich. Das sind Untermieter von Ihnen, wobei Sie gar nicht wissen, dass die da sind. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Erstmal das elektrische Feld. Das elektrische Feld wird emittiert von Kabeln, Geräten, von der Hausinstallation zum Beispiel. Und ich vergleiche sehr gerne, oder wir in der Baubiologie vergleichen sehr gerne. Und es gibt die internationale Computerarbeitsplatznorm. Diese schreibt definierte Grenzwerte
zum Schutz des Büropersonals vor elektromagnetischer Strahlung am Arbeitsplatz vor. Das ist die TCO-Norm. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Das ist oft auf den Laptops bzw. auf den Computern drauf, auf den Bildschirmen. Und die sagt, maximal 10 Volt pro Meter sollte sein, nicht mehr. Und da ist dann meine Frage, was denken Sie so bei typischen Hausuntersuchungen, wie ich sie durchführe? Was findet man da so? Was schätzen Sie? Das Zehnfache? Typischerweise so im Durchschnitt findet man 50 bis 100 Volt pro Meter. Das heißt, ein Schlafplatz wäre nicht mal als Arbeitsplatz geeignet, geschweige denn als Schlafplatz. Vor allem deswegen, weil es eindeutige Hinweise gibt, dass schwache elektrische Felder gesundheitsschädlich sind. Das sagt die EPA, das ist die Environmental Protection Agency von den Amerikanern, das ist die größte Umweltschutzbehörde, die wir haben auf der Welt. Diese Felder kann man auch sehr schön nachweisen. Und jetzt werde ich das hier mal einschalten. Ein bisschen mobil werde. Ich bin ja, in meinem letzten Beruf war ich ja Elektriker, also Elektromeister. Hört man das so? So muss man es halten. Und da haben wir immer so Phasenprüfer gehabt. Das sind so einfache Geräte, wo man dann in der Steckdose, das mal einschalten, den stecken wir mal aus da, sonst scheppert er. Wo man dann reinfährt in die Steckdose und schaut, ah, hier ist die Phase, da kommt der Strom raus sozusagen und da geht er wieder zurück, da läutet es nicht. Das sind so einfache Geräte und da kann man dann auch bei den Kabeln nachschauen, da sieht man schon, aha, dieses Kabel steht zum Beispiel unter Spannung. Und dieses Kabel hier, das ist eben diese Lampe zum Beispiel. Da sehen wir schon, diese Lampe steht hier, das Kabel unter Spannung. Die Lampe natürlich nicht mehr. Weil hier ist sie ja ausgeschaltet. Schalten wir sie ein, dann ist es auch da. Schalten wir es wieder aus, ist wieder weg. Jetzt können wir hergehen, einfach mal versuchen, diesen zweipoligen Stecker umzudrehen. Stecken wir mal anders ein und schauen wir mal, was passiert. Es dürfte jetzt nichts passieren, aber es leuchtet. Wie kann das sein? Es wird hier nur einpolig geschalten und dementsprechend emittiert eben diese Lampe, Sie sehen es auch bis in die Luft hinein, so ein bisschen feiner schaltet, ein sehr starkes elektrisches Feld. Und wenn so eine Lampe dann eben am Schlafplatz steht, dann hat man hier eine sehr starke Belastung durch elektrische Felder und wie gesagt, bereits schwache Felder sind eben eingestuft als gesundheitsschädlich. Die zweite Komponente sind die magnetischen Felder, die kennen Sie, jetzt kann man das wieder wegtun, zum Beispiel von Hochspannungsleitungen. Hochspannungsleitungen, da ist ja immer diese Thematik, gerade in Salzburg ist es ja ganz aktuell, diese Salzburg-Leitung, die geplant wird, dass es da eben zu Belastungen durch magnetische Wechselfelder kommt und ist immer eine große Diskussion. Und ich habe da mal eine Aufzeichnung gemacht im Alpenland bei uns, das ist eine 110 kV-Leitung, und habe da 15 Meter unter den Leiterseilen gemessen, war eine Flussdichte von 3800 Nanotesla. Und natürlich wieder meine Frage, was denken Sie, so eine Lampe, wie ich sie da habe, mit einem Trafo drin, in direkter Nähe, was denken Sie, macht die? Gibt es Vorschläge, Schätzungen? Bis zu 4500 Nanotesla kann man auch wieder sehr einfach nachweisen, dass das eben so stark ist, das habe ich eingeschalten lassen, und zwar mit so einem kleinen Gerät, das ist kein Messgerät, das ist eigentlich ein alter Telefonverstärker. Kommt aus den 60er Jahren, hat man damals zu den Telefonhörern dazugelegt, um eben das Gesprochene, was da aus dem Telefonhörer rauskommt, zu verstärken, eine alte Freisprecheinrichtung sozusagen. Dann schalte ich das Gerät mal ein, stelle es mal daher, neben diese Lampe, jetzt können wir die mal einschalten, wenn sie einzuschalten wäre, einen Moment. Und das, was Sie da hören, das ist ganz klassischer Elektrosmog. Plötzlich nichts Komisches, nicht Angreifbares mehr. Das ist ein sehr starkes physikalisches Feld, was hier eben durch diesen Trafo erzeugt wird. Wie kann es sein, dass dieses Feld so stark ist? Bei Hochspannungsleitungen ist es klar, da fließt ja ein sehr großer Strom durch so ein dickes Leiterseil durch, dementsprechend eben sehr große magnetische Wechselfelder oder sehr starke magnetische Wechselfelder. Aber bei so einer kleinen Lampe, wie kann das sein? Da wird eben 230 Volt auf 12 Volt runtertransformiert. Da ist ein kleiner Draht viele hundert Male aufgewickelt und viele hundert Male fließt ein kleiner Strom. Und dieser kleine Strom erzeugt viele hundert Male ein kleines Magnetfeld. Und ein kleines Magnetfeld mal viele hundert Male ist ein großes Magnetfeld. So einfach ist das. Und vor allem auch kritisch zu bewerten, denn die Weltgesundheitsorganisation stuft magnetische Wechselfelder ab 300 Nanotesla als potenzielle Krebsgefahr ein.
Ich bin damals aus dem Ausland zurückgekommen und diese Lampe ist bei meinem Bruder auf dem Schreibtisch gestanden. Da war er so ein kleiner Knirps mit 12 Jahren, so klein war er gar nicht. Und seitdem habe ich die bei meinen Vorträgen und er hat andere bekommen. Diese zwei physikalischen Erscheinungsformen, das elektrische und magnetische Feld, haben wir dann eben wieder bei unserer Mobilfunkstrahlung. Und diese zwei vereinen sich dann und breiten sich dann frei in den Raum aus. Genau da haben wir sie wieder mit diesen biologischen Effekten, nur dass die Frequenz höher ist. Wie schaut das dann aus, wenn eine Sendeantenne dann eben zum Beispiel hier auf so einem Turm oben ist, schematisch dargestellt, eine Sektorantenne strahlt definiert in eine Richtung aus, eine Strahlungskeule, die Hauptstrahlrichtung sozusagen, sieht man auch sehr schön die Nebenkeulen, die nach unten gehen, das sind die Unreinheiten der Antenne, auch direkt unterhalb und teilweise auch nach hinten, das ist hier nicht dargestellt. Hier ist die Bevölkerung, deswegen wird auch hier hingestrahlt, hier hat man dann einen sehr guten Mobilfunkempfang und natürlich auch die Belastung. Wie schaut so eine Strahlung nun aus, mit einem Spektrumanalysator aufgezeichnet? Im Zeitverlauf sieht man hier sehr schön diese Pulsungen und das ist genau das, was der Herr Magister Neuschitzer eben vorher gezeigt hat, das ist genau diese Pulsung, eine periodische Pulsung, die dann eben bei uns ankommt und dementsprechend diese athermischen Effekte, die nicht mehr im Wärmebereich sind, sondern im athermischen Bereich sind und hier biologische Effekte auslösen können, geht ja dann der Herr Dr. Schmidt noch darauf ein. Das sind die neuen Smartphones jetzt dann, das ist ganz eine andere Strahlung, so ein stehender Wellenberg, sagt man, und da ist genau hier oben, sind dann wieder diese Pulseffekte drin. Wird teilweise auch ums Zehnfache, einzelne Studien sagen, ums Zehnfache kritischer eingestuft als GSM-Strahlung, das ist das, das Sie schon seit 15 Jahren kennen, also die ersten Handys, die wir schon seit längerem haben. Wie funktioniert diese Technologie? Ganz einfach dargestellt, jede Antenne versorgt ein gewisses Gebiet, eine Funkzelle sozusagen. Und hier haben wir zum Beispiel eine Antenne auf einem Hochhaus drauf, die versorgt ein gewisses Gebiet. Ich befinde mich hier mit meinem Handy und möchte hier meinen Freund anrufen. Mein Handy stellt eine Verbindung her zu dem Masten, dieser funkt dann eben weiter zur Vermittlung und diese leitet das Gespräch weiter in die Funkzelle, in der sich mein Freund befindet und verbindet das dann mit dem Handy. Also relativ einfach, beziehungsweise geht es dann auch eben über die Leitungen noch zu den alten Festnetztelefonen oder auch über Kabelverbindungen. Die runden Antennen, die Sie immer wieder sehen, das sind Richtfunkantennen, wo eben die Masten untereinander kommunizieren. Die Österreichische Ärztekammer hat da natürlich darauf reagiert. Gibt es schon länger die 10 medizinischen Handyregeln? Ist vielleicht gar nicht so bekannt, wie man eigentlich aus medizinischer Sicht mit so einem Handy umgeht. Und ich möchte eigentlich nur auf zwei Punkte eingehen, weil ich Ihnen da noch was Schönes zeigen kann. Und zwar Handys nie in die Hosentasche stecken, denn die Strahlung kann die Fruchtbarkeit bei Männern beeinträchtigen. Das hat noch nicht mal was mit der Strahlung des Handys zu tun, sondern mit etwas anderem. Und jetzt lege ich mal ganz kurz das Mikrofon weg. Da hören Sie es, das sind viele Prozesse, die da drin ablaufen und die erzeugen ein niederfrequentes magnetisches Wechselfeld. Das kann ich dann mit diesem einfachen Gerät dann darstellen. Und wenn ich das Handy dann in der Hosentasche habe, gibt es dann diese biologischen Reaktionen. Zweiter Punkt, Headsets sind ebenfalls bedenklich. Das Kabel leitet die Strahlung. Das ist ein Problem, wenn Sie ein normales Headset verwenden und das ins Handy einstecken, dass Headset ist dann im Ohr drin und im Ohr haben Sie im Schädelknochen ein kleines Loch für den Gehörnerv und das Headset koppelt an, die Leitung, die Strahlung wird dann direkt ins Ohr geleitet und eben verstärkt auch ins Gehirn. Dementsprechend wäre es sinnvoll, ein eher spezielles Headset zu verwenden und dieses ist entkoppelt, das hat hier einen Schallwandler drin, das da oben, beziehungsweise das ist dann nur ein Luftschlauch, das kennen Sie vom Arzt, ein Stethoskopprinzip. Das Vorgängermodell hat ein europäisches Normgutachten, da wird die Strahlung um 99,5% reduziert, wenn das Handy einen Meter entfernt liegt. Also das sind sehr vernünftige Sachen, die man verwenden kann, um die Strahlung, um die persönliche Exposition zu reduzieren. Was macht man gegen die Mobilfunkstrahlung von außen, gegen die Handymasten? Es gibt heutzutage jede Menge
offiziell zugelassene Strahlenschutzprodukte, wie zum Beispiel diese Farben, wo man definierte Raumbereiche dann abschirmen kann, oder auch ganze Häuser zum Beispiel, wenn es mal sehr heftig ist. Auch für den Baubereich gibt es viele Materialien, die alle offiziell zugelassen sind. Fenster gibt es Gardinenstoffe, die die auftreffende Strahlung reflektieren, oder eben auch so Bettbaldachine, die kurzfristig mal aufgestellt werden können zur schnellen Lösung. Bitte nicht nach Hause gehen und dann sagen, Herr Rebernick hat gesagt, ich kann da so einen Vorhang vor mein Fenster hinhängen, weil ich draußen sehe ich da eben meine Mobilfunkmasten und dann ist alles okay. Das funktioniert nicht. Also wenn Sie da rausschauen und sowas sehen, bitte nicht einfach was aufhängen. Problem ist eben, dass die Strahlung den quasi optischen Gesetzen unterliegt. Von Beugung, Brechung und Reflexion. Sie sind in diesem Haus da drin, schauen hier raus, da ist ein Mobilfunkmast, Strahlung trifft hier auf. Also wenn man hier zum Beispiel dann eine Abschirmung aufbringen würde, ist aber das Problem, dass zum Beispiel die Strahlung dann auch über Gebäude, Geländekanten, Häuser dann von hinten auftreffen kann. Das Ganze muss eben messtechnisch sich genau angeschaut werden, richtig vermessen werden. Und welcher Frequenzbereich ist es, wo kommt die Strahlung genau her und was kann man dann dagegen tun? Schaut dann eben so aus, dass man dann irgendwann mal die ganzen Frequenzbereiche herausmisst und dann hier unten eine Hochrechnung macht auf die Maximalbelastung, dementsprechend eine Abschirmberechnung und dann weiß ich, was ich dieser Strahlung eigentlich entgegensetzen kann. Wenn das nicht gemacht wird, kann Folgendes passieren. Die Strahlung trifft hier auf das Gebäude, die Gebäudehülle, durchdringt diese natürlich auch und die haben wir dann im Raum, das möchte man nicht, deswegen tun wir abschirmen. Wird das reduziert? Ja, aber wie gesagt, die Strahlung kommt von hinten, wird hier auch reflektiert und da ist gar nichts passiert, eventuell sogar die Situation verschlimmert worden. Das nächste Problem dabei ist, dass eben diese Abschirmungen geerdet werden müssen, in den Gebäudepotenzialausgleich mit eingebunden werden müssen und diese ziehen dann eben wieder die niederfrequenten elektrischen Felder an. Ich habe ja vorher erwähnt eben, dass wir aus der Hausinstallation diese elektrischen Felder haben, liegen hier im Bett. Jetzt haben wir hier vielleicht die Strahlung reduziert, aber aus der Hausinstallation kommen die elektrischen Felder und wenn dann die Abschirmung geerdet wird, zieht diese verstärkt diese elektrischen Felder an, weil es eben Nullpotenzial ist und die elektrischen Felder möchten sich immer über Nullpotenzial entladen. Dementsprechend gehört diese Thematik nur in die Hände von Profis, damit eben die Innenräume dann frei sind von diesen Sachen. Werden dann eben auch messtechnisch überprüft mit potenzialfreien Sonden, damit die elektrischen Felder bzw. magnetischen Felder und hochfrequenten Wellen reduziert werden. Wenn man sich das mal anschaut, die elektrischen Felder, wie schaut das typischerweise aus? Hier haben wir so ein Bett mal vermessen. Je dunkler das ist, desto stärker ist das elektrische Feld. Was denken Sie, was ist hier gestanden? So eine Lampe, Nachkastellampe war das. Und die haben wir dann ausgesteckt und dann sehen Sie hier noch, kommen Felder raus aus der Wand raus. Ein paar Sicherungen ausgeschalten sind meistens zwei oder drei und dann sind die Felder weg, so funktioniert das. Ist vor allem deswegen auch sehr, sehr wichtig, präventiv erhöhtes Leukämie- und Krebsrisiko mitverantwortlich an Kopfschmerzen, Vitalitätsverlust etc. etc. ist die Kinderleukämie-Studie vom Dr. Cockill aus England über schwache elektrische Felder. Also sind alles sehr relevante Punkte aus biologischer Sicht betrachtet. Was gibt es noch für Auffälligkeiten in Räumen bzw. Strahlungsquellen? WLAN ist ja etwas sehr Beliebtes, tue ich mir eigentlich immer sehr einfach, gibt es ein sehr schönes Zitat vom Bundesamt für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit der deutschen Bundesregierung. Die deutsche Bundesregierung rät davon ab, WLAN am Arbeitsplatz und zu Hause zu verwenden. Kann ich Ihnen mal zeigen, wie sich das anhört? Habe ich hier so ein WLAN-Gerät mitgebracht. Schalten wir das mal ein. Jetzt muss er sich mal kurz aufladen. Moment. Beziehungsweise hochfahren. Das Handy. Das ist genau dieses Tak-Tak, das sind 10 Hertz, periodisch gepulst. Jetzt haben wir es wieder ausgeschalten, genau. Und das löst auch diese biologischen Effekte aus. Die Gehirnfrequenz, die Theta-Wellen liegen zwischen 8 und 12 Hertz. WLAN greift eben direkt in biologische Prozesse ein. Reduzierung ist relativ einfach. Verwenden Sie kein WLAN, bleiben Sie kabelgebunden, beziehungsweise immer darauf achten, wenn Sie WLAN haben, gibt es meistens so einen Knopf, wo man es ausschalten kann oder eben auch WLAN
Router, also Router ohne WLAN, gibt es überhaupt zum Tele 2, ist der, glaube ich, hat der Herr Magister Neusch gesagt, soll ich noch sagen. So, wo haben wir den? Was gibt es noch für Strahlungsquellen? Schnurloses Telefon ist eigentlich eine sehr große Strahlungsquelle, wie ich immer wieder feststelle, mit sehr hohen Strahlungsdichten, die nach DECT-Standard, die in den Häusern stehen, beziehungsweise auch DECT-Babyfone, das ist sehr interessant, funktioniert auf dem gleichen Prinzip. Und wenn man sich das mal anschaut, da gibt es ja diese Baby-Webseiten, wo man dann eben speziell für Kinder eben diese ganzen Produkte kaufen kann, beziehungsweise sich informieren kann. Habe ich mal gelesen, mehrfach ausgezeichnet für Funktionalität und technische Leistungsfähigkeit, das DECT-Babyphone urteilt sehr gut. Natürlich urteilt sehr gut, eine sehr gute Übertragungsqualität, keine Frage. Wie ist es aus medizinischer Sicht zu bewerten? Beeinträchtigung des Nerven- und Hormonsystems, Begünstigung von Erbgutschäden, Krebsentstehung, deutliche Zunahme von chronischen Tinnitus. Und das steht dann neben einem Kinderbett. Das hat da gar nichts verloren. Finde ich immer wieder bei den Hausuntersuchungen. Und das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, wer sicher sein will, verzichtet auf die ECT. Also das sind Maßnahmen, die sehr einfach reduziert werden können und auch durchgeführt werden sollten. Was gibt's noch oder was kommt in Zukunft? Haben Sie vielleicht schon gehört, auch die Smart Meter. Das ist eben die neuen Stromzähler, das sind ja die alten, die kennen wir noch, wo sich eben so ein Rädchen da drin gedreht hat. Die neuen sind elektronisch und können dann eben, sollen dafür eingeführt werden, dass eben der Stromverbrauch reduziert wird. Diese sind leider auch nicht gut. Österreichische Ärztekammer hat Schreiben rausgegeben, dass diese neuen Stromzähler eben verstärkt Elektrosmog in die Häuser bringen und dementsprechend sollten die auch nicht verwendet werden. Es gibt eben aus Amerika Studien, die zeigen erhöhtes Krebsrisiko bzw. Multisystemerkrankungen wie Erschöpfungszustände, Lernprobleme, Depressionen und so weiter. Wenn der Energieversorger kommt und den einbauen möchte, sagen Sie nein. Sie dürfen auch nein sagen, ist ein Nationalratsbeschluss. Das heißt, Sie müssen ihn nicht nehmen. Wenn er schon eingebaut ist, können Sie ihn auch ausbauen lassen bzw. es gibt dafür auch Filter, um eben diese Problematik dann zu reduzieren. Schauen wir uns mal was Grenzwertiges an. Die Grenzwerte, die wir in Österreich haben für die elektrischen Felder, Sie können sich erinnern, das war das mit dem hier. Oh, da leuchtet er schon wieder. Für die Bevölkerung als Grenzwert 7000 Volt pro Meter. Erste biologische Effekte gibt es kleiner 1 Volt pro Meter. Bei den magnetischen Feldern, können Sie sich erinnern, das war das hier, was so gebrummt hat mit der Hochspannungsleitung. Für die Bevölkerung 400.000 Nanotesla ist der Grenzwert, potenzielle Krebsgefahr, sagt die WHO, ist größer 300 Nanotesla. Beim Mobilfunk, das sind dann eben diese zwei zusammen, die dann eine elektromagnetische Welle ergeben. Für die Bevölkerung 10 Millionen Mikrowatt, erst Immunstörungen gibt es ab 1000 Mikrowatt. Und die STOA, das ist die Wissenschaftsdirektion des Europäischen Parlaments, sagt maximal 100 in Innenräumen. Die Schere geht sehr weit auseinander. Das ist ein Problem. Und ein anderes Problem ist, wir haben es ja in den letzten Jahren sehr deutlich mitbekommen. Es gab Studien, die sagen, Handys, Mobilfunkstrahlung ist ein Problem. Dann kam wieder eine Studie raus, ein paar Wochen später, sagt kein Problem. Nächste Woche dann wieder, ist es ein Problem, so ist es hin und her gegangen. Und irgendwann denkt man sich auch, naja, was machen die eigentlich? Kennt sich da noch jemand aus? Ist es jetzt ein Problem oder nicht? Hat sich auch die Universität Bern gedacht und hat mal 51 Studien der letzten Jahre genommen, sich die angeschaut und unterteilt in Effekt gefunden und den Effekt nicht gefunden. Und dann haben sie es zugeordnet der unterschiedlichen Finanzierungsart. Und dann ist herausgekommen, dass Studien, die nicht von der Industrie finanziert wurden, 10-mal häufiger statistisch signifikante Effekte gefunden haben. Und der Unterschied konnte eben nicht aufgrund der Methodik, der Studienqualität erklärt werden, sondern müsste vielmehr auf die unterschiedliche Finanzierungsart zurückzuführen sein. Heißt im Klartext, wer das Geld hat, gibt auch die Richtung vor. Das ist genau das Problem. Man nennt es auch mittlerweile zielorientiertes Forschen. Deswegen halten wir Baubiologen eigentlich von Grenzwerten, offiziellen Grenzwerten nichts. Auch ein sehr schönes Beispiel aus der Chemie, wie das mal war. Das ist ein sehr ähnliches Beispiel, wie wir es heutzutage haben mit der Mobilfunkstrahlung. Es gab mal so eine Chemikalie, die hat Pentachlorphenol geheißen. Das war der große Holzschutzmittelskandal. Vielleicht können Sie sich erinnern, es war so bis Mitte der bis in die 80er, 90er Jahre hinein war das. Und das war eine Chemikalie, die als Fungizid in Holzschutzmitteln innen wie außen eingesetzt wurde. Es gab große Probleme in der Bevölkerung, sehr viele kranke Leute, sehr viele Allergien und richtig große Probleme, wurde sehr stark diskutiert, ähnlich wie beim Mobilfunk, immer wieder Studien, die gezeigt haben, kein Problem. Eine andere Studie hat wieder gezeigt, es ist ein Problem.
Und 1994 ist es den Grünen in Deutschland dann zu blöd geworden. Die haben eine Anfrage gestellt an das BGA, hat es damals noch geheißen, das Bundesgesundheitsamt, und gefragt, wie ist diese Chemikalie nun einzustufen? Kam die Antwort zurück, das war im März, glaube ich, Pentachlorphenol ist sicher nicht krebserregend. Und im Herbst wurde diese Chemikalie dann eingestuft als eindeutig krebserregend und in der MAK-Liste aufgenommen. Und da sieht man, wie schnell das gehen kann, dass Grenzwerte fallen von, Sie haben kein Problem und ein paar Monate später haben Sie ein Riesenproblem. Dementsprechend halten wir, wie gesagt, in der Baubiologie nicht sehr viel davon. Uns geht es darum, wenn mal ein Hinweis ist, dass ein Problem ist oder eine Schädigung da ist, dann wollen wir lieber präventiv intelligent sein und diese Sachen vermeiden. Denn das Immunsystem, das wie ein Fass ist und gefüllt wird, irgendwann überläuft. Und das Immunsystem, das ist das umweltmedizinische Fassmodell, wird eben gefüllt mit der Veranlagung, die Sie mitbringen, Medikamente, Stress, Wohngifte, Schimmelpilze, Raumklima, WLAN, deckt, DECT, Mobilfunk, Handystrahlung, alles wirkt auf uns ein. Und irgendwann ist dieses Fass voll und läuft über. Und dann brechen eben Krankheiten, Allergien, alles Mögliche aus. Und das ist eigentlich das Ziel der Baubiologie, dass wir diese unnötigen Einflussfaktoren messtechnisch qualitativ erkennen, bewerten und dementsprechend dann Sanierungsempfehlungen durchführen, beziehungsweise Sanierungskonzepte erstellen, damit diese Sachen eben reduziert werden können und das Immunsystem sich wieder erholen kann oder stark wird. Damit bin ich schon am Ende meines kleinen Vortrages. Meine Leistungen, was mache ich so? Mobilfunkmessungen kann ich durchführen mit hochwertigen Spektrumanalysatoren. Ich führe Haus- und Arbeitsplatzuntersuchungen durch, beziehungsweise erstelle dazu dann auch die Sanierungskonzepte. Nur ein bisschen, das war jetzt der Werbeblock sozusagen. Und damit bin ich am Ende, habe ich eh schon gesagt, könnt ihr es gerne vorbeischauen auf meiner Homepage www.bau-biologie.at. Da ist auch ein Bereich Elektrosmog, da können Sie sich informieren. Sind auch sehr viele Fakten und Studien drauf, Studienauszüge, also Studien sind ja meistens sehr lang und Studienauszüge, die sind dann auch ein bisschen verträglicher zum Lesen. Würde mich freuen, schauen Sie mal vorbei und ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich beim Armin Rebernick für seine technischen Details. Ich möchte nur kurz etwas Organisatorisches sagen. Ich lasse jetzt diese Liste durchgehen und wer will, kann sich da noch eintragen mit seinem Namen, E-Mail-Adresse. Am liebsten ist mir die E-Mail-Adresse. Ich bin dabei, eine Selbsthilfegruppe Elektrosmog zu gründen, auch da im Spital. Ich hoffe, dass ich zwei mutige Leute finde, die dann die Führung übernehmen da. Und was ihr dann kriegen könnt, ist einmal oder zweimal im Monat eine E-Mail über die letzten Neuigkeiten auf dem Thema und auch der Herr Rebernick gibt von Zeit zu Zeit gute Informationen, wie man die Gesundheit schützen kann oder technische Details, wie man abschirmen kann und so weiter. So, und ihr sucht dann den Dr. Schmidt um sein Referat. Der Dr. Schmidt ist, da ist er. Jetzt habe ich doch geschaut. Okay, danke schön. Wir begrüßen ihn mit einem kräftigen Applaus. Gell? Danke. Ja, danke für die Einladung hier nach Spital. Ich war vor einigen Jahren einmal da zum Thema Gentechnik, habe einen großen Spaß gehabt. Vielleicht kenne mich ein paar von dieser Veranstaltung noch. Ich habe jetzt Akkordeon zu Hause gelassen, ich kann Sie beruhigen. Zur Einführung, das Referat für Umweltmedizin habe ich inzwischen zurückgelegt, es wurde mir einfach zu viel und es gibt aber keinen anderen, der es macht, es steht noch auf der Folie drauf, also lassen wir es einfach stehen, damit Anna dazu was sagen kann, was gesundheitliche Dinge betrifft. Ich habe drei Teile, ich werde zunächst sprechen über die Sendemasten und ihre Probleme für die Gesundheit, dann komme ich auf die Grundlagenforschung zu sprechen und zum Schluss auf das Handy an sich. Wir gehen gleich einmal in diese ganze Statistik hinein. Epidemiologische Forschung heißt, ich versuche einen möglichen Gesundheitsschaden mit den Zuständen der Bevölkerung in Einklang zu bringen. Und da hat ein Herr Santini in Frankreich einmal über Presse und über Radio die Leute aufgefordert, sie mögen sich bei ihm melden. Und er will schauen, was die für Beschwerden haben und die in Bezug setzen zu einem Sendemasten. Das waren also ausgewählte Leute, die haben alle sich freiwillig gemeldet. Das war so keine besonders aussagekräftige Studie, wenn man will, weil die ja sich freiwillig gemeldet haben und nicht irgendwie zufällig ausgewählt wurden.
hat immerhin 530 Leute gefunden in dieser Stadt und der hat sie nach Symptomen gefragt, hat sie dann in Bezug gesetzt zu diesem Sendemast, der in dieser Stadt sich befindet. Und das müssen Sie jetzt merken, diese Kurve, die ist recht spannend. Ganz links ist der Sendemast und das geht dann die Beschwerdenhäufigkeit hinunter und hat das so einen charakteristischen Knick. Sie geht unterm Sendemast hinunter und steigt dann kurz darauf wieder an. Das stimmt mit der Sendeleistung des Mastens überein. Das ist eine charakteristische Keule eines solchen Sendemasten. Und das hat also ziemlich gut gestimmt mit der Beschwerdehäufigkeit der Leute, die sie angegeben haben, und der Distanz vom Sendemast. Wenn Sie jetzt rechts lesen, ist auf Englisch, ich tue es einmal übersetzen, die Beschwerden, die die Leute geäußert haben. Das heißt Müdigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, depressive Tendenz, Unwohlfühlen, Konzentrationsprobleme, Störung des Gedächtnisses, Hautstörungen und so weiter. Jetzt drehen wir die Geschichte mal um. Sie stellen sich vor, es kommt ein Patient in eine Ordination eines Arztes und klagt über diese ganzen Beschwerden. Müdigkeit, Konzentration, Appetit ist weniger, manchmal fühle ich mich depressiv, ich bin ein bisschen schwindlig. Was würden Sie glauben, was so ein Patient hat? Was kann man mit dem machen, der so unklare Beschwerden äußert? Hat kein Fieber, hat einfach nur so ein bisschen Befindlichkeitsstörungen, nichts Besonderes. Ich würde zunächst einmal denken, na, könnte was dahinter stecken, man macht ein Blutbild, ein Labor. Und letztendlich, wenn nichts dabei rauskommt, denkt man dran, der hat sicher psychosomatisches Problem. Der hat behinderte Depression, Burnout-Syndrom, was weiß ich, was den plagt, hat er familiäre Störungen, ist am Arbeitsplatz geschädigt. Man würde in die Richtung Depression denken. Und ich habe das Ganze mal einem Kollegen gezeigt, einem Psychiater, einem lieben Freund von mir. Da haben wir dann Schlafplatzmessungen gemacht, hat einige seiner Patienten dann aus der Diagnose Depression entlassen, weil sie ein Schlafplatzproblem gehabt haben. Und die Kurve merken wir uns, es ist ein ganzes wiederholt worden in Spanien von einem noch genaueren Untersucher, den Herrn Gomez Peretta. Der hat es noch ergänzt durch eine genaue Messung am Schlafplatz dieser Leute, die er gefragt hat nach diesen Beschwerden. Exakt gemessen mit Spektralanalyse, das ist ein sehr teures Gerät, ich glaube 15.000 Euro kostet das Gerät. Und das war sehr genau und eine sehr teure Studie. Und auch hier sieht er wieder, in Abhängigkeit von der Leistung des Sendemastens an den Schlafplätzen dieser Leute, die er in Spanien untersucht hat, wieder die gleichen Beschwerden, die genau übereinstimmen in der Häufigkeit mit der Distanz zum Sendemast. Und auch hier wieder Kopfschmerzen, Ballungen, kalte Hände, Appetitmangel, Ernährungslosigkeit, alles diese weichen Symptome, die eigentlich schwer zu fassen sind, die du nicht messen kannst. Du kannst kein Blutdruck messen in diesen Geschichten, du kannst nur das aufschreiben, was die äußern. Das ist also ein bisschen sehr, sehr wenig fassbar in der Medizin. Das ist nochmal eine genaue Analyse mit diesen statistischen Werten, das erspare ich Ihnen. Auch in Österreich musste das gemacht werden, damit wir auch in Österreich eine Studie haben, weil wir können nicht 1:1 Auslandsstudien übernehmen, wir müssen selber prüfen. Und der Herr Kundi und seine Freunde in Wien, sehr genaue, exakte Wissenschaftler, Institut für Hygiene der Universität Wien, angeführt von Hutter Mooshammer und den Freunden, die haben das genau noch einmal gemacht mit Sendern in Kärnten und Wien. Auch wieder exakte Analyse mit Distanz vom Sendemast, mit Messung am Schlafplatz, mit exakter psychologischen Fragebogen. Das haben sogar Studenten gemacht, nicht einfach den zu Hause ausfüllen lassen, die haben es mit den Leuten ausgefüllt und haben dann noch Rundfunk und Fernsehen gemessen, haben die exakt untersucht, die ganzen Dinge, die es noch verursachen könnten, wie Rauchen, wie Arbeitsplatzbelastungen, haben sie alles miterfasst, um es ausschließen zu können, damit man nicht ein falsches Ergebnis rausbekommt. Und auch die sehen hier, die Exposition im Schlafzimmer ist eigentlich absolut kompatibel mit den Grenzwerten, kein großes Problem, das stimmt alles soweit überein. Und auch die stellen dann fest, in Abhängigkeit von der Belastung am Schlafplatz, die Zunahme der Beschwerden. Wieder diese weichen Dinge wie Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Herzbrochen, alles diese eher, ja, was heißt mit einem Patienten reden, der sowas klagt, das ist ja nichts Fassbares. Da denkst du immer, was jammern sie da herum, ich weiß nicht, was da dahinter steckt. Und das waren die erste Gruppe ohne Bedenken. Je höher die Belastung, desto mehr Beschwerden haben die geäußert. Und das waren die mit Bedenken. Natürlich sind die immer Stufe höher. Die waren schon vorinformiert. Aber es ist wurscht, ob die Bedenken oder keine Bedenken haben. Die Kurve ist immer gleich. Immer wenn die Belastung höher wird, haben die mehr Beschwerden. Das kann kein Zufall sein. Diese Studie wurde dann publiziert, nach vielen, vielen Prüfungen in einem guten Journal. Es gibt in der Medizin ja auch Publikationsorgane, wo man Studien publizieren kann. Da gibt es eine Bildzeitung und einen Standard und eine New York Times. Das war eine New York Times, die das also publiziert haben. Und da gibt sich deutlich Zusammenhänge von
Kopfschmerzen und diesen Beschwerden in Abhängigkeit von der Strahlungsdichte am Schlafplatz. Also der Zusammenhang ganz klar bewiesen. Das wurde sehr von der Industrie beeinsprucht, ist aber nicht gelungen, weil die Studie sehr korrekt durchgeführt worden ist. So, jetzt haben wir von diesen sehr weichen Dingen gesprochen, von diesen unklaren Symptomen. Jetzt kommen wir zu den knallharten Dingen. Die führende Studie war von Neil Cherry in San Francisco. Der hat die kindlichen Fälle von Hirntumor und Leukämie erfasst, und zwar mit einem GPS-System. Da hat er genau die Wohnorte dieser Kinder erfasst in San Francisco, die in der Nähe von dem Turm wohnen. Und hier sehen Sie wieder die charakteristische Kurve, die wir schon von den vorigen Studien kennen. Unterm Sendemast hohe Belastung, hohe Fälle von Leukämie und Hirntumor. Dann sinkt es ab und steigt wieder in diesen charakteristischen Sendungskeulen des Sendemasten auf und wieder ab. Ganz klarer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Tumore und Leukämien bei den Kindern in abhängig von der Strahlungsdichte des Sendemasten. Da ist noch einmal schöner gezeichnet in einer anderen grafischen Darstellung, wo man das Risiko berechnen kann. Auch hier wieder der Zusammenhang zum Sendemast ist relativ klar gegeben. Und hier wurden überall, muss ich Ihnen klar erklären, die Bias, wie wir das nennen, die anderen Ursachen mit erfasst und damit ausgeschlossen, damit man nicht auf eine falsche Fährte gelockt wird. So, das ist noch einmal eine neuere Geschichte von Belo Horizonte, einer Stadt in Brasilien. Die haben auch wieder mit einem GPS-System erfasst, wie viele Tote es da in der Nähe von einem Sendemasten gibt. Und hier sehen Sie auch ganz deutlich, 100 Meter von der nächsten Zelle, ist das da? Ja, genau. Sieht man den Pointer? Ist ja wurscht, man sieht sie. Ab 100 Meter gibt es 3569 Todesfälle und die nehmen ab bis auf 500 Meter auf 290 Todesfälle. Relativ klarer Zusammenhang zwischen Todesfällen an Gehirntumoren und der Abstand zum Sendemasten. Das sind relativ klare Geschichten, die eigentlich gar nicht so erwartet wurden von denen dieser Deutlichkeit. Belo Horizonte ist die beste Stadt, die Stadt mit den meisten Sendemasten in Brasilien. Jetzt kommen wir dann, das übergehe ich, das sind die Sendemast, die Grenzwertdiskussionen. Jetzt kommen wir zur zellulären Ebene. Da wurde eine sogenannte Reflexstudie gemacht an 7 Universitäten in Europa, zur Hälfte finanziert von der EU, zur Hälfte finanziert von der Industrie. Und die sollte damals, war die Absicht der Studienautoren, beweisen, dass eh nichts ist. Wurde aber doppelt blind gemacht, das heißt, weder der Auswerter noch der Untersuchungsleiter durfte wissen, wann ist eingeschaltet, wann ist nicht eingeschaltet. Das waren diese Kammern, da sind menschliche Zellkulturen drin, Bindegewebszellen, die werden da in einem Medium gehalten und dann werden sie bestrahlt nach dem Zufallsprinzip. Wird später ausgewertet und wirklich, es sollte nichts dabei rauskommen. Es gibt aber folgendes Ergebnis, das zeige ich Ihnen auf dem nächsten Bild. Das sind die Zellkerne in einer elektronenmikroskopischen Darstellung. Ganz rechts, SHAME, ist eine Scheinbestrahlung, ein gesunder, guter Zellkern einer Fibroblasten, also einer Bindegewebszelle, einer menschlichen Bindegewebszelle, da passiert gar nichts. Dann rechts sehen Sie eine Zellkernstruktur nach einer Bestrahlung mit etwa 1600 Lungenröntgen, einer hohen Röntgenbestrahlung. Da sieht man, dass hinten so ein Schweif rausgeht. Das heißt, da werden Zell-DNA-Strukturen zerstört und gehen dann hinten hinaus im Elektronenmikroskop. Das kann man mit einer Anoden, Kathodenströmung kann man das verdeutlichen, dass dieser Kometenschweif hinten rausgeht. Zellbruchstücke der DNA in diesem Zellkern brechen da hinten raus und der Zellkern leidet da schwer drunter, weil er sich nicht mehr seine Struktur bewahren kann. Und das untere Bild ist eine dieser Zellen mit einem gewöhnlichen Handy bestrahlt über 24 Stunden. Einem GSM-Handy genau das gleiche Bild wie mit den 1600 Lungenröntgen. Jetzt werden Sie denken, auch weil der Armin das vorhin gesagt hat mit diesen Todesfällen, wenn jemand so ein Handy hat, muss er ja kurze Zeit später tot umfallen oder er kriegt einen epileptischen Anfall. Warum ist das nicht so? Weil der Körper ungeheuer reparierfähig ist. Er kann alle diese Defekte lange Zeit gut und wirklich fast vollständig wieder reparieren. Gibt es gute Mechanismen, die unser Körper hat, weil das eines der wichtigsten ist, das Erbgut in der menschlichen Zelle. Nur irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann sind die ganzen Reparaturmechanismen erschöpft. Irgendwann geht das nicht mehr. Und das ist der Hinweis, warum wir wissen, dass die elektromagnetischen Felder Zellkerne zerstören, DNA-Strangbrüche machen, die mit der Zeit nicht mehr repariert werden können. Und es ist ähnlich wie beim Rauchen. Es war immer dieser Vorwurf dieser Studien, die sagen eh nichts. Und die haben nur wenig lang genug gemessen.
Wenn ich jetzt mit Ihnen ein Experiment machen würde, wir würden also alle zusammen einen psychologischen Leistungstest machen, Mathematikaufgaben lösen, uns Worte merken und würden dann 4 Wochen lang 10 Zigaretten rauchen, alle miteinander. Also jeder für sich 10 Zigaretten täglich. Und würden uns nach 4 Wochen wieder treffen, dann würden einige sogar besser abschneiden. Die würden bei dem Test sogar besser sein, nach 4 Wochen rauchen. Weil Nikotin, die Durchblutung des Gehirns fördert, Studenten wissen das, die lernen sich leichter mit Zigaretten. Und wir würden dann also sagen, nach 4 Wochen rauchen, 10 Zigaretten pro Tag, das ist sogar gut, da wirst du gescheiter davon, das ist nützlich. Wenn Sie aber 30 Jahre rauchen, wissen Sie alle, dass man Lungenkrebs kriegt. Und das ist das Problem, das wir auch unter Ärzten nicht ganz leicht vermitteln können. Das ist noch einmal ein Bild. Dann, das ist so etwa das Bild, wie wir uns das vorstellen. Dieser oxidative Stress, diese freien Radikale, wie diese elektromagnetischen Felder auf Zellstrukturen wirken, sie durchbrechen diese Zellwand, sie stören sie, dann kommt zu DNA-Brüchen, die Regeneration, der Eiweißkörper ist gestört, das ist ein sehr kompliziertes Bild, aber wir wissen, dass das bei vielen chronischen Entzündungen der Fall ist, dass diese Zellstrukturen dabei gestört werden. Und das ist das Bild, das ich Ihnen zeigen möchte, dass das elektromagnetische Feld nur ein Teil der ganzen Strukturveränderungen ist. Es gibt ja viele andere Störungen, die wir haben, Arbeitsplatzbelastungen, Zigarettenrauch, Feinstaub, die diese Strukturen angreifen. Wenn jetzt der Elektrosmog noch dazukommt, das ist das letzte Rest, der dann das Ganze zum Erliegen bringt. Noch einmal ein Bild dieses nitrosativen Stress, wie das die Spezialisten sich vorstellen. Im Prinzip ist es eine chronische Entzündung und führt dann in der Regel zur Überlastung der ganzen Reparaturmechanismen. Noch einmal zusammengefasst, die Schäden, wobei das Wichtigste die Strangbrüche bei der DNA sind, die dann nicht mehr repariert werden können. Ein wichtiger Entstehungspunkt auch für Krebserkrankungen. Ob man bei Krebs vorsichtig sein muss, Krebs ist ein multifunktionelles Geschehen. Da wirkt auch das zum Teil mit, aber nicht nur die elektromagnetischen Felder. Aber es ist ein wichtiger Punkt, um das zu erklären. Nun zu den Handys. Der Herr Hardell war der Erste, der das groß geforscht hat in Schweden. Warum in Schweden? Weil dort die Mobilfunk, die Handys, als eines der ersten Länder großflächig eingeführt wurde. Es gab eine bestimmte Firma in Schweden, eine in Finnland, die haben als erste sehr billige Handys produziert und die wurden dort weit verbreitet. Zu uns kam es ein paar Jahre später erst. Und der Herr Hardell hat die Hirntumore erfasst und sie nach den Gewohnheiten des Telefonierens gefragt, die Leute. Und hat es immer wiederholt. Die neueste Studie geht jetzt über 25 Jahre schon. Es hat 93 begonnen, die ganze Untersuchung. Und er findet eine Erhöhung des Risikos für Hirntumore im Zusammenhang mit Digitalhandys, die deutlich erhöht ist, von 1,9 bis 3,6-fach erhöhtes Risiko. Das heißt 36-fach erhöhtes Risiko für einen Dauertelefonierer, einen Hirntumor zu bekommen. Und zwar für 3 Hirntumore. Das ist das Glioblastom, eines der bösartigsten Hirntumore. Das ist das Astrozytom und das Acousticus neurinom. Acousticus neurinom ist an für sich ein gutartiger Tumor, weil er keine Metastasen macht, aber er liegt, wie der Name schon sagt, beim Hörnerv. Und der Hörnerv ist in enger Beziehung zum Sehnerv, woraus sich ergibt, wenn ich ihn operieren muss, das Neurinom, komme ich in die Nähe des Sehnerven. Und viele Leute, weil sie relativ spät draufkommen, erleiden dann eine Blindheit, weil der Sehnerv nicht geschont werden kann bei dieser Art der Operation. Dass das Gehör vorbei ist, ist ohnehin klar. Da sieht man nochmal den Zusammenhang schön auf einer Statistik aufgezeichnet. Nach 1 bis 5 Jahren ist das Risiko analoges, digitales Schnurlostelefon relativ gleich. Nach 10 Jahren steigt es deutlich an beim Digitalhandy. Nach 5 bis 10 Jahren und nach 10 Jahren steigt es noch einmal deutlich an. Und wenn Sie diese Kurve sehen, dann ist das so ein Balken, ein dünner, der von oben bis unten geht. Wenn dieser Balken über 1 beginnt, ist es statistisch signifikant. Das ist also ein statistischer genauer Beweis, dass das einen Zusammenhang gibt. Wenn die Kurve wie beim linken Bild noch unter der Nulllinie ist, ist es noch nicht so signifikant, aber da wird es immer deutlicher. Und das Risiko steigt gewaltig an. Die neueste Untersuchung von Herrn Hardell geht jetzt über 25 Jahre. Wenn man dann unten sieht, das Handy, kann man das sehen mit dem Pointer? Da ist es, ja genau. Das ist die neueste, da steigt das von 2,9 bis zu 5,8 hinauf geht es. Das Risiko wird also ums 58-fache erhöht, einen Hirntumor zu leiden, nach 25 Jahren Telefoniererei. Schnurlostelefon hat er nicht mehr erfasst, aber jetzt auch hier beim Funktelefon, es steigt ungeheuer an nach 25 Jahren. Hier von 1,6 bis auf 2,9. Von 1,7 bis auf 3,0, das heißt, das explodiert förmlich nach 20 Jahren das Risiko eines Hirntumors.
Es geht gewaltig in die Höhe, plötzlich schießt das so in die Höhe. Und das ist das Zeichen, dass dann diese Reparaturmechanismen, die wir kennen, völlig erschöpft sind. Da gibt es nichts mehr, was uns helfen kann. Es ist eine bedrohliche Entwicklung, die wir also wirklich verfolgen. Und deswegen gehen wir auch sehr auf die Kinder. Das übergehe ich jetzt mal, das ist eine Auflistung von den Leistungsfußdichten, das lasse ich mal. Hier ist eine ganz spannende Untersuchung, die ist auch recht neu, von 2012. Die haben untersucht, wie die Mütter während der Geburt mit dem Handy telefonieren, um allen mitzuteilen, es ist ein Sohn, eine Tochter, ist alles gut gegangen, wie schwer es ist und so weiter. Da haben Mütter im Kreissaal und unmittelbar nach der Geburt mit dem Handy telefoniert, dass es ihnen gut geht. Und dann haben sie nachgeschaut, über einige Jahre, die Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern. Und es sind deutlich höher, je mehr die Mütter telefoniert haben. Nur den kurzen Zeitraum der Geburt haben die erfasst. Nicht vorher, nachher, während der ganzen Schwangerschaft. Nein, nur während, vor und nach der Geburt, wenn die Mütter telefoniert haben mit dem Handy. Und da gibt es deutliche Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeit. Das ist extrem spannend, wie da schon Kinder gelitten haben. Das ist, ich habe das gar nicht geglaubt, wenn man das dann liest. Aber das Risiko ist deutlich erhöht. Dann ist noch eine Zwischenfolie ganz kurz. Israelis haben sehr gute Krebsregister und die haben festgestellt, dass die Ohrspeicheldrüsentumore im Gegensatz zu anderen Tumoren gewaltig zunehmen. Von 72, das geht auch hier, mit der Einführung des Handys von 92, 94, plötzlich schießt es da in die Höhe. Warum gerade diese Ohrspeicheldrüsentumoren? Auch das immer korrigiert nach der Seite, wo man telefoniert. Wenn Sie telefonieren, nehmen Sie verschiedene Seiten oder immer die gleiche? Die meisten nehmen immer die gleiche Seite. Ja. Zu den Kindern ist uns ganz wichtig zu sagen, dass die Eindringtiefe der Handystrahlung am Ohr wesentlich weiter geht als beim Erwachsenen. Die Gehirnschale ist dünn, das Gehirn ist in Entwicklung, da sehen wir wirklich große Gefahren. Wenn Sie sehen bei dieser Simulation, das 5 Jahre alte Kind, das geht ja fast bis zur Gegenseite hinüber, wenn beim Erwachsenen nur ein kleiner Teil des Gehirns betroffen ist. Da ist die Eindringtiefe ganz, ganz dramatisch hoch. Und bei Kindern können wir nur warnen, wegen dieser Langzeitentwicklung, was da dabei rauskommt. Also Kinder bis zum Schuleintritt 0 Handy, 0. Und ab dann nur einschalten zum Telefon und dann wieder ausschalten. Am besten gar kein Handy. Also Kinder sind extrem gefährdet auf die lange Zeit. Und das ist mein Schlussbild, das ist eine Werbung. Sollte eigentlich lustig sein, ein bisschen ein spannendes Bild, ein Kind, das da friedlich vor sich hingrinst. Das ist eine Werbung aus Amerika, das ist ein iPod in einer Rassel drin. Und das iPod ist exakt über den Hoden dieses kleinen Buben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich möchte dem Dr. Schmidt herzlich danken für seine Ausführungen vom medizinischen Bereich. Es gibt schon sehr viele wissenschaftliche Nachweise, oder? Und interessanterweise hört man in der Öffentlichkeit kaum was. Und vor allem Mobilfunkfirmen sagen überhaupt nichts drüber. Okay, wir müssen das Problem auch in Angriff nehmen. Wir wollen im Spital auch eine Selbsthilfegruppe gründen. Wir haben auch schon vorgeschlagen, den Gösserbräu am 5. Oktober, nein, nichts, 5. November, Entschuldige, das ist der erste Mittwoch im Monat. Einfach so, bei den Selbsthilfegruppen ist meistens so die Regel, man nimmt einfach einen Tag und bleibt dann dabei. Also der erste Mittwoch im Monat ist immer die Selbsthilfegruppe Elektrosmog, Elektrosensibilität im Gösserbrei, das ist in der Villacherstraße, ich glaube, die meisten kennen es sowieso, eben das Zusammenkommen um 19 Uhr. Also wenn ihr weitere Informationen haben wollt, kommt am 5. November ins Gösserbrei und dann setzen wir uns zusammen und schauen wir mal. Ich suche also zwei mutige Burschen, die die Leitung übernehmen und das wäre super, wenn wir das auch im Spital machen können. Gell? Natürlich Mädchen auch. Ja. Okay, so jetzt mein Vorschlag, machen wir eine kurze Pause von 10, 15 Minuten zum Ausrasten. Wir machen eben einen Informationsabend, es kommt da noch ein Bereich, eben die Schäden an den Tieren, die Schäden an den Pflanzen, vor allem an den Bäumen. Und da möchte ich auf die Fichten eingehen, ein ganz wichtiger Baum für unsere Bauern und für die Landwirte, natürlich auch für die Forstsachverständigen.
Da habe ich ziemlich einige Fotos eben ganz speziell im Spital gemacht, dass es auch jeder sehen kann, wie in der Nähe von den Handysendern auch die Bäume Schäden haben und die Bäume absterben. Ja? Machen wir eine Pause, 10, 15 Minuten und dann machen wir weiter. Danke.